Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um Sarafina Wolny und ihren Familienhund Pfeifel. Die 28-jährige Zwillingsmama hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und Gerüchte über den Verbleib ihres geliebten Vierbeiners ausgeräumt. Hückelhofen Antalya, Sarafina Wolny, 28, meldete sich am Montag in ungewöhnlich scharfem Ton bei ihren Instagram-Fans. Grund für ihren Unmut waren Gerüchte über ihr Hündchen Pfeifel, die zurzeit offenbar im Umlauf sind. Sarafina befindet sich zurzeit mit ihrer Familie in Antalya, Türkei, um dort ihren Zweitwohnsitz zu genießen. Doch Spekulationen über den Verbleib ihres Hundes Pfeifel haben die Zwillingsmama verärgert. Einige Fans fragten sich, wo der Zwergspitz während Sarafinas Aufenthalt in der Türkei untergebracht ist. In ihrer Instagram-Story gab Sarafina dann endlich Aufklärung. Sie zeigte ihren 600.000 Followern ihren flauschigen Vierbeiner Pfeifel, der fröhlich um sie herumwuselte und sich von seinem Frauchen kraulen ließ. Zuvor wurde spekuliert, dass Pfeifel in einem Tierheim in Mönchengladbach untergebracht sei, was Sarafina sehr verärgerte. Leute, hört auf, so einen Bullshit zu schreiben, nur weil wir Pfeifel nicht jeden Tag in unseren Stories zeigen, sagte sie wütend. Es nervt einfach nur noch. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Lügen zu verbreiten? Sarafina stellte klar, dass Pfeifel bei ihnen in der Türkei sei und es ihm gut gehe. Sie richtete ihre Handykamera erneut auf Pfeifel, der da gerade mit einem Ball spielte und nichts von dem Drama um ihn mitbekam. Outro, das waren die neuesten News von Sarafina Wolny und ihrem Familienhund Pfeifel. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Geschichte haltet. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Bis zum nächsten Video.